Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Buch der Dämonen. Und dann wollen wir gleich mal einen weiteren Run starten. 26 ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Auf so einen sehr großen Run, also... Holy moly, da sieht man, da kommen einige Gegner neu dazu, die kennen wir noch gar nicht. Ah, also gehen wir erstmal langsam ran. Ich denke mal 16, 14 Preise. Insgesamt werden wir 29 Preise kriegen können. Na gut, aber wir machen wieder so eine kleine Runde. AKA 16 Minuten. Ah, da ist ein unbekanntes Monster mit bei und das wird nachher immer häufiger kommen, wo wahrscheinlich. Na, mal schauen. Dungeon geladen. Bomben gezückt. Das ist ja jetzt ganz frech hier. So. Alter Ziege. Na? Und alle kamen jetzt nicht so ran. Wie sollen das jetzt hier gehen? Ach so, wow. Auch eine coole Idee. Okay. Noch mehr TP. Oh, 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 oh. So. Okay, den Trank haben wir auch nochmal. Gut, und weiter geht's. Oh, oh, gut, der Unerschrockene. Okay. Das ist selbst gehauen. Und das wird negiert. Nee, nicht. Ja, den da unten lasse ich einfach mal dagegen die Wand rennen. Oder auch. Oh, 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 oh. Nicht? Die Karten sind alle schief. Im Laufstieg. Na komm. Zutat und... Ei. Na gut. Scheint jetzt noch ein größerer Schatz zu sein. Ich den auch immer nicht ausweichen kann. Ja, hier ist es ein bisschen schwieriger. So, kann ich da hinten? Ja, kann ich trinken? Und dann werde ich kurz das Level up schnell noch auf Mana verteilen, damit wir noch ein Kessel cool kriegen hier. Ja, hier nehmen wir auch alles mit. Wir müssen halt 100.000 Gold zusammensparen. Letzten Slot. Ja, da konnte ich doch nicht mal weglaufen. Ah, aber jetzt hat er sich selbst gehauen. Ich kann sogar in meinen Dings drinnen bleiben. Nice. So. Da geht's aber jetzt gut los. Zeit für ein besseres Eisschwert. Oh, oh. Kurz beiseite gehen. Ja. Sehr nett. Wenn man die Gargoyles da jetzt hingestellt hat. So. Ah, das war's bestimmt du, ne? Euch erwische ich aber trotzdem alle. So, vergiss es. Nicht wo, wo, wo.
So. Irgendwo fehlt was. Bücher. Ach ja, das. Wow. Das Offensichtlichste habe ich jetzt nicht angeklickt. Ah, du bist nicht in besser. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Ja, okay, wir können ja einmal kurz in die Stadt zurück. Weiß aber nicht, ob mich das was kostet. Das kostet mich nichts. Okay, gut. Wir haben eigentlich noch einen weiteren Tratsch, aber den machen wir nach den ganzen Gegnern. You can't imagine how sweaty I am under all those layers of armor. So, da, der Schild ist weg. Jetzt wird's noch langsam richtig Hack and Slay hier. Oh, Skorpion. König Titus. Ah, nächste Form. Die keine Chance hatte. Ach gut, gut. Der Drop wird auch immer besser. Vielleicht, au. Meine Karten alle wieder richtig hängen hier. So. Ja, tut dir das Nüsschen weh? Selber schuld. So, die krieg ich noch ganz einfach weg. So. Und für dich haben wir doch auch noch mal einen hier. So. Ja. Nichts. Great. Wow, wow, wow. Und jetzt machen wir dich weg. Schön betäubt, wie du bist. So, und dir klopfe ich doch auch noch mal eine weg hier. Ja, da hinten. Portet gleich einer. So, ausweichen. Hier kann ich nicht ausweichen. Ich kann doch nicht rechts oder links klicken hier. Ich muss runter vom Feuer. So, dann gehen wir weiter. Da ist der Boss. Okay. Einfach nur drin stehen bleiben. Bei seine Mini-Gargoyles wegmachen. Ja, einfach mal Bomben werfen. Vielleicht hilft das ja. Ah, der lässt mich wieder nicht durch. Der verfluchte Übeltäter. Genau, nimm das. So, und hier haben wir noch eine Karte. Was ist das? Dolch. Töte Monster mit niedriger Gesundheit mit einem einzigen Schlag. Chancen auf Todesstoß 25 Herz. Schwelle 3 Leben. Okay, das ist natürlich eine richtig nice Karte. Und jetzt machen wir erstmal die Onkel Doktoren hier. Mit ihren ganzen magischen Schilden weg. Blockieren hier nochmal ein paar andere und zack. Was fehlt? Truhe und Gold. Wo bin ich? An welcher Truhe bin ich vorbeigelatscht? Zeigt mir die Truhe. Wo glitzert es? Da unten. Ah, hier ist Gold. Okay. Und hier unten haben wir... Da habe ich die Truhe vergessen. Die noch leer war. Na, das war ja traurig. So, und... Auf ins nächste. Oh, hell. Hell never changes. Legendäre Karte. Sehr nice. Vielleicht wieder was zum Einbinden. Wer weiß. Oh, da ist ein Gegner aufgetaucht. Und das hier ist ein Spinny-Boss. Ja, komm.
Ah, die verbrennen mich alle. So, pass auf. Auch hier schmeißen wir jetzt mal eine Runde Bomben. Und der hat auch noch Steinsymbol. Das heißt, er kann gar nicht vergiftet werden oder verbrannt werden oder was auch. Wow. Immer. Ja, ich muss nur in der Zeit drinnen bleiben. Die süße Spinne, so süß finde ich sie nicht. So, jetzt können wir dich wieder hauen. Vergiss es, du machst hier vorne. Ah, jetzt kommt nochmal Spinne und... Ah, jetzt hast du dich in goldene Herzen umgewandelt, aber die bringen dir auch nichts. Und ich bin noch gegen die Schockattacken immun. Okay, das ist natürlich Mist. Aber kriegen wir auch gut hin. Nochmal ein Komet, aber wir können auch gut rumkloppen. Kaboom! So muss es aussehen. Und eine Giftbombe kriegen wir sogar wieder. Ist das schon wieder ein heißer Krabbler? Okay. Die Wichtel sind jetzt nicht wirklich schwer. Und Stufenaufstieg. Wir gehen gleich nochmal aufs Mana. Mache ich hier die Skorpione weg. Chaosziege und... Na, komm her. So. Nichts mit Beschwören. Hier geblieben. Und euch kriege ich auch. So, die haben aber ganz schön viel Life. Muss mal mit Bomben helfen. So. Okay, au, da habe ich einen Stein auf den Schädel gekriegt. So. Dich weg. Nein, egal was du machen wolltest. Wir sagen erstmal Nein dazu. Bis jetzt hält unsere Tankiness gut euch. Gut, zum Glück haben wir den nochmal getroffen und er wurde eingefroren. Bis jetzt passt das. Eieieiei, immer die Steine auf dem Schädel. So, aber jetzt. Und jetzt verlierst du ganz schnell dein Stuff. Okay, wunderbar. Und für dich haben wir auch nochmal was. Und. Genau, ich liebe es. Oh, Alter. Bei dieses Betäuben, aber ich bin der Oberkrieger hier. Ich schließe nicht nur. Oh, da war das Eis wieder so mega. Ah. Kling, kling, kling. Muss raus aus dem Feuer. Alter, übertreibt er da? Die ganzen kleinen Mistviecher hier. So, komm her hier. Auch du hast keine Chance. Na, bleibst du hier? Im Namen des Gesetzes. Na gut, wir sind jetzt aber schon auch gut auf Kohle gekommen. Es sei denn, es kommt halt so ein heißer Krabbler. Denn ich weiß, wo sein Zuhause ist. Okay, und. So, hier, die kriegen wir auch nochmal weg. Dann weitergehen.
Let's be cautious. So. Und tschüss. Na, hier geblieben. Boss ist auch hier. Vorsichtig. Alter, wie viel auf mir einprasselt. Wahnsinn. Ich kann keine Bomben schmeißen. Blue, blue. Okay. Versuchen wir erstmal blue, blue zu machen. Das können wir noch ein bisschen austinken. Ja, Feuer, Wichtel. Na komm. Der hängt einfach nur viel aus. Ja, bis jetzt nicht. So, oh, jetzt haut er aber zu. Ja, komm, wir beide sind vergiftet. Scheiße. Okay. Auch er ist weg. Alter. Alter, hier ist was los. Oh, schnell ausweichen. Und schnell besiegen. Komm, komm, komm. Ich weiß nicht. Ah, krieg schon wieder einen Stein am Kopf. So, Gift einmal wegmachen. So, und jetzt brennen wir euch da einfach weg. Eine Pflanze ist da nur noch. Nein, machst du nicht. So, jetzt brennst du einfach ab. Wie es für sich eine artige kleine Pflanze gehört. Ich sehe nur noch überall Explosiven. Wahnsinn. Okay. Mana haben wir voll. Und drei Sachen fehlen uns hier noch. Das war nicht ihr. Was fehlt denn noch? Feuerwichtel und Feuerwichtel. Ich habe irgendwo Feuerwichtel übersehen. Voll machen. Wo werdet ihr mir angezeigt? Ich sehe noch keine Sternchen. Ach, da oben irgendwo. Dann müssen wir hier den ganzen Weg zurückgehen. Aber die können halt auch Gold droppen. Na, jetzt. Oder Items oder. Ach, hier ganz am Anfang. Wow. Das war alles. Aber dafür sind wir jetzt auch fertig hier. Wir können weiter nach unten gehen. Ah, kein einziges Mal gestorben. Sowas liest man immer gerne. Jetzt haben wir da schon 17 im Kessel. I'm afraid I have troubling news that I need to discuss with you. First, you must know that since I came to this town, I've been having the most gruesome dreams. At first, I suspected rural cuisine was to blame, but lately those visions have become too horrid to ignore. Now, it would be a basic mistake to take dreams literally, so I consulted my crystal ball to be certain. What I saw terrified me to the bone. There's a mighty will behind the infernal hordes that attack us. The archdemon himself, the most vile and cruel creature, one with immense dark power. I peered into his fate and saw a glimpse of the past. He used to slumber in his hellish realm until the Antipope awakened him.
With each passing hour, the Archdemon's army of horrors is crawling ever closer to the surface. If they succeed, the shadow of darkness will fall on us for all eternity. Okay. So, wir haben aber noch Karten zu identifizieren und auf die bin ich immer mega scharf. Eisiger Wind. Legendär. Stoßdistanz winzig. Chancen, Gegner zu betäuben. 50%. Chance auf Schockwelle auf dem Spieler beim Verwenden. 10%. Chance, weggeschleuderte Monster zu verlangsamen. 30%. Okay. Und wird auch wieder durch den Skelettgürtel beeinflusst. Auch nicht schlecht. Ja. Wusch. Einfach nur wusch. Mehr nicht. Ah, das wäre jetzt sogar eine Fähigkeit, die ich sogar gerne reinsetzen würde, weil das macht schon Spaß, damit zu spielen. Ja, komm. Wir hauen ihn rein und wir werden gleich mal gucken, ob wir ihn aufwerten können. Es ist legendär, was soll man... Glatter Lavendel, elektrischer Helm. Erhöhte Ausweich von Spinnen und Zombies. Ja, ist okay. Den kann man mal mit reinnehmen, wenn man mal da die Punkte für hat. Und was haben wir hier? Ermi. Wurf der Macht. Ja, kann man natürlich hier einsetzen, falls mal wieder sowas Blödes kommt, ne? Gut. Den würde ich, wie gesagt, nochmal gerne ausprobieren. Ah, missed me already? Komm, wir hauen uns auf den Kopf. Mit jedem Einsammeln der Schätze erhöht sich der Preis des Kessels beim Todgehen. Ja, ich weiß. Nee, wir sammeln doch noch nicht ein. Ich habe jetzt gedacht, okay, gut, nee. Aber ich möchte halt auch noch nicht sterben und dann den ganzen Bonus verlieren. Aber ich denke mal, das soll der Reiz so sein. Wir sind jetzt schon bei 10.000. Also, boah, da wird ordentlich was abgehen. Dann schauen wir mal, was die Aufwertung dafür kostet. Okay, das kriegen wir eigentlich hin. Wir müssen wieder eine Lebensrune basteln. Können wir locker machen. So. Und dann gucken wir mal hier, wenn wir den jetzt aufwerten, denn 75% Gegner zu betäuben, sehr, sehr nice. Moment, wartet mal. Hoppala. Welchen hatten wir vorher? Das war auch hier eine, aber das ist eine Standard, 50%. Okay, 75 hört sich natürlich deutlich besser an. Und danach verlangsamen wir sie noch. Und Schockwelle auf den Spieler, 20%. Das machen wir jetzt. So. Aber hier passt. So, wir hauen hier und hier rein. Und dann... Zack. Haben wir den richtigen Wusch. Okay, was könnten wir noch aufwerten? Eigentlich nur noch Pillepalle. Langsamte Ziele einzufrieren. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, aber nicht auf einer normalen Karte. So, Karten aufladen. Wir könnten die Bomben wieder aufladen, aber ja, komm, machen wir mal. Geht nur von unserem Gold ab, was wir dann immer finden. Noch irgendetwas aufwerten. Zum Beispiel, das wäre jetzt auch noch Gewehr... Was? Effekte anderer Karten treffen zu. Gewährt 2 zusätzliche Attacken. Okay. An und für sich. Was würde denn 18 kosten? Wir haben noch 20 frei. Komm, das
das gönnen wir uns. Ich muss jetzt nochmal mit ihr reden hier. Runen verschmelzen. Wir brauchen noch zweimal die. Warum mal nicht mal was gönnen? So. Und noch einmal. Ist sie jetzt mit bei? Da ist sie. Unsere Superklinge. So, zwei davon. Zwei davon. Aufwerten. Aufwerten. Und jetzt kriegt das Ding die ultimative Power. Na komm. Weil noch größere Reichweite, noch eine zusätzliche Attacke. Das kann doch nur gut sein. Okay, jetzt gucken wir nochmal nach. Kriegen wir dich vielleicht noch höher? Chance, meinen nahen Gegner zu treffen, wenn Gesundheit oder Mana eingesammelt wird, 50%. Drei Mana und jede Sekunde ein Herz. Wir würden uns tot regenerieren, aber das kostet wieder die ganz Großen. Genauso wie hier, aber es ist wohl wahrscheinlich bei allen Ulti-Sachen so. Die Schuhe könnte man nochmal gucken, dass man die vielleicht nochmal aufwertet. Weil dann könnten wir 8 Sekunden und ja, kriegen sogar noch ein weiteres Herz dazu. Bei unseren Schuhen wird es sich auch lohnen. Und beim Gürtel, der ist ja zum Beispiel eigentlich auch relativ einfach. Chancen, Schaden von Skeletten 20% entgehen. Chancen, ein Monster zu betäuben, ja, 20%. Tränke sind 50% effektiver. Abklingzeiten von Karten reduziert. Betrifft Tränke nicht. 50% Chancen. Erhöhte Chancen, dass Monster Ladung für ausgerüstete Karten fallen lassen. Das wäre natürlich eigentlich auch nicht schlecht. Aber müssen wir mal gucken. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben auch langsam richtig viele geile Karten hier. Ja, die Axt wird zu teuer. Was ist eigentlich mit unserem Trank hier? Wäre es nicht besser, wenn wir den auch bald auffüllen? Weil 60 plus 30 durch Skelettgürtel. Maximum Ladung 3. Chancen auf Schockwellen vom Spieler anwenden. 30. Verwendung einige Herzen zu droppen, 30%. Und es würde sich auf 50 erhöhen. Dafür brauchen wir eine richtig große und dann können wir irgendeine beliebige bauen. Aber haben auch nicht mehr allzu viel Gold. Ah, nee. Überzeugt mich noch nicht so. Das ist jetzt unsere erste maximale Levelkarte. Gut, ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal so. Wir werten da jetzt nicht noch weiter auf. Und Kessel brauchen wir auch nicht. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal den Cut. Und dann wollen wir mal das neue Schattenschwert in der nächsten Folge ausprobieren. Also, schaltet wieder ein und bis dann.